So, jetzt haben wir noch ein Viertelstündchen. Wollt ihr noch ein paar Bach happen? Unbedingt, Ja. ja. Unbedingt. Okay. Wann war das? Drei, nee, zwei oder so, bekam ich eine merkwürdige Anfrage. Ich sollte Musik für ein Theaterstück schreiben, das es noch nicht gab und bis heute nicht gibt. Das Theaterstück hatte dann den Arbeitstitel L'art de la figue, die Kunst der Feige, was auf Französisch einigermaßen obszön ist. Das Wortspiel ist ein Wortspiel natürlich mit L'art de la fugue, mit der Kunst der Fuge. L'art de la fugue ist Kunst der Fuge von Bach, diese berühmten Contrapuntus etc. Und eine französische Regisseurin hatte die Idee auf einen Text von Francis Ponge, einem Dichter, den ich euch sehr empfehlen möchte. Der hat ein Buch geschrieben über die Feige. Und das besteht aus einem Gedicht, das in dem Buch ständig neu wiedergeschrieben wird. Also der Dichter schreibt das Gedicht und stellt immer die Wörter um und macht Kommentare rein und so weiter. Manchmal ist das Gedicht zu kurz, manchmal wird es mehrere Seiten lang etc. Und Francis Ponge selbst, der also so ein bisschen im Umkreis der Surrealisten war, hat sein eigenes Buch mit der Kunst der Fuge verglichen, weil er sagt, die Feige, also diese Fruchtfeige, die als reale Frucht, aber auch im symbolischen oder metaphorischen Sinne in dem Text benutzt wird, die Feige wird quasi wie das Soggetto bei Bachs Kunst der Fuge benutzt, und was der Bach gemacht hat, das mache ich auch. Ich knete diese Feige und gebe der immer wieder eine andere Form und erzähle unterschiedliche Geschichten darum. Weil ihr bekanntlich, das wisst ihr ja, bei der Kunst der Fuge ist immer dasselbe Soggetto am Anfang etc., selbe Tonart und so weiter. Und dann hatte sie vor, darüber ein Theaterstück zu machen, das ein bisschen sehr suprematistisch, modernistisch gewesen wäre vielleicht, und wollte Musik dazu für ein Kammerensemble, das ähnlich wie eine Tango-Band sein sollte. Dann hat sie einen französischen Komponisten gefragt, ob er das machen würde. Der hat gesagt, nö, das mache ich nicht, das ist mir zu durchgeknallt, aber ich weiß einen verrückten deutschen Komponisten, der würde das machen. Und dann hat sie mich gefragt und dann habe ich gesagt, okay. Und dann ist eigentlich in einem langen, ja, und die Tango-Band sieht jetzt so aus: Es gibt zwei Klarinetten, vier Blechbläser, Akkordeon, Klavier und vier Streicher. Und in einem Work in Progress sozusagen sind diese einzelnen Sätze dann entstanden, über einen Zeitraum von ungefähr 10 Jahren. Und inzwischen sind es, glaube ich, ungefähr 10 Kontrapunktus geworden, und jetzt habe ich keine Lust mehr. Also, ich habe nicht die ganze Kunst der Fuge bearbeitet, sondern oder rekomponiert, sondern ich habe nur die Sätze genommen, die mich inspiriert haben, was zu machen, sagen wir so. Mir war wichtig, ein Punkt, der bei Bach schon angelegt ist, nämlich die Kunst der Fuge ist ja ein spätes Stück von Bach. Da hatte er schon Millionen Fugen komponiert. Und das Interessante an der Kunst der Fuge scheint mir nicht nur, dass er fantastische Fugen schreibt, das ist ja klar, sondern dass er die Technik der Fuge oder das Prinzip der Fuge benutzt, um auch andere Formen zu komponieren. Also es gibt zum Beispiel den Contrapuntus Nummer 6, der heißt In stilo francese, im französischen Stil. Das heißt, er schreibt eine quasi von Bach selbst erfundene französische Ouvertüre, die nebenbei auch noch eine Fuge ist, und zwar mit Augmentationen und allem drin. Oder es gibt die Nummer 9, das funktioniert wie ein italienisches Konzert. Und so weiter. Oder er macht in einem Kontrapunktus, macht er sozusagen eine Weltreise durch den Quintenzirkel, also einmal rundherum durch alle Tonarten. Er isoliert bestimmte Momente und schaut da drauf. Oder er hat einfach immer einen Ansatz, der eigentlich mit Fuge nichts zu tun hat, aber der mit der Fuge kombiniert wird. Das heißt, er schaut aus verschiedenen Blickwinkeln auf die Fuge selbst. Er betrachtet sie mal so, mal so. Und das hat mir den Titel gegeben, weil eine Anamorphose ist etwas,
das heißt Anamorphosen, das Stück. Eine Anamorphose ist ein Stück, ist eine Technik in der Malerei. Da sieht man etwas, wenn man es von vorne sieht, so, vielleicht eine Landschaft. Wenn man es ganz von der Seite anguckt, das Bild, so schräg, sieht man vielleicht ein Gesicht. Also die berühmteste Anamorphose kann man in London sehen, das sind die Botschafter von Holbein. Da muss man sich schräg, so schräg nach unten auf das Bild gucken. Wenn man es von vorne sieht, sieht man so ein Eck und das ist irgendwie nichts. Und wenn man es dann schräg anguckt, sieht man einen Totenschädel. Das heißt, plötzlich hat der andere Blickwinkel eröffnet eine andere Sache. Und das ist das, was Bach, glaube ich, schon mit der Fuge versucht hat. Und das ist das, was ich dann sozusagen nochmal mit meinen Anamorphosen versucht habe zu machen, auf den Bach immer wieder unterschiedlich drauf zu gucken. Auch das hat sehr viel Freude gemacht und sehr unterschiedliche Resultate, glaube ich, hervorgebracht. Es war für mich auch interessant, es sind drei Phasen entstanden, also eine erste, wo habe ich drei Stücke geschrieben, dann eine, wo fünf oder sechs entstanden sind und dann eine letzte, wo nochmal drei entstanden sind. Und die für mich, vielleicht hört man es nicht, wenn man es nicht weiß, aber für mich spüre ich da eine Entwicklung. Also ich habe etwas andere Haltungen dazu eingenommen noch. Also ich hätte die letzten drei nicht am Anfang geschrieben, sagen wir es anders. Das ist aber mein Privatgefühl. Ja, das ist ein häufig gespieltes Stück, glücklicherweise. Und vielleicht spiele ich euch einfach mal ein paar von denen vor. 1, 2, 3. Wie wäre es denn mit der Nummer 9 zum Beispiel? Das italienische Konzert. Schön. Jetzt spielt das Remix-Ensemble aus Porto mit Peter Rundl wieder. Also wir arbeiten auch zusammen. Thank you.
was. Seid ihr sportlich drauf oder wollt ihr was Kontemplatives? Sportlich. Ihr seid sportlich drauf. So richtig volle Kanne. Okay, dann, ja, dann spiele ich euch noch zwei sportliche. Ein Kontrapunktus 10 und Kanon. Ah nee, den lasse ich aus. Ich spiele euch einen Tangoartigen vor. Kanon per Augmentationem in Contrario Motu, ein typischer Tango-Titel. Das war keine Ironie, weil es gibt tatsächlich einen wunderbaren Tango, den, ich weiß nicht, ob ihr euch da auskennt, der heißt Il Contrapunto. Und das ist fantastisch. Also wenn ihr mal so, ja, das wird von verschiedenen Bands gespielt. Also Mussolini ist so eine wunderbare Tango-Band, die spielen den hervorragend. Also, jetzt muss ich die Nummer suchen. Jetzt hört ihr ein bisschen ein Tango. Thank you.